Der Mann, der Mythos, das Remake oder so. Willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Ich muss jetzt ganz kurz überlegen, was ich spiele. Ich bin schon wieder von der Musik abgelenkt. Ich hab's tatsächlich, fast vorbeigeschafft am Titelbildschirm. Auf Anhieb und, Folge 1 lässt grüßen. Jetzt muss ich mich losreißen hier vor der Mucke. So, fortsetzen und, der Anschlag auf den Mark-Reaktor 1. Genau, da möchte ich weitermachen. Das wäre sehr nett. Das lädt. Bin doch mal gespannt, wie lange das hier lädt. So, Ort. Mark-Reaktor 1. Einer der 8 Mark-Reaktoren, die sich in Midgar befinden. Das tief unter der Erde liegende Marco wird hier heraufgeschöpft. Okay. In Elektrizität umgewandelt. Die Lebensgrundlage der Bewohner von Midgar. Den Rest darf ich nicht mehr lesen. Nice. Und ich, habe mich tatsächlich hier gar nicht mehr wegbewegt. Wäre auch zu schade. So, beim letzten Mal haben wir die Gestalten hier zu Kleinmetall verarbeitet. So, das mit den Kommandos muss ich noch mal ein bisschen lernen, aber das ist auch nichts Neues. Die haben nach wie vor genug Leben. Oh, der gute Garrett. Ja, ich weiß jetzt Barrett. Ich nenne jetzt einfach mal so. So, der hat nach wie vor 1200 Leben. Knapp 200 mehr als der Cloud. Macht das Sinn, denn der Typ ist ja selbst ein Panzer. Hab ich noch irgendwas vergessen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ein Schlückchen Kaffee wäre noch nice, bevor ich hier loslege. Moment. Da ist hier wieder die Jakobsdröhnung. Selbst mal einen Liter Diesel hier einwerfen. In Form von Kaffee. Oh, ja, JC hat hier schon mal gewartet. Nice. Zwischendurch muss ich dann doch wieder die Klappe halten, wenn die Musik loslegt. Boah, die Mucke. Ja, das werde ich noch sehr oft sagen. Der Sprengsatz muss dort runter. Ein paar Mal vielleicht so. 3000 Mal oder so. Hier geht's runter. Okay. Aber, Vorsicht, er sticht. Hä, wer? Wer? Hallo? Stehen Sie mir mal hier nicht im Weg rum, Kollege? Darf ich mal? Okay. Ansonsten, außerhalb von den Kämpfen kann ich sicherlich nur mit Cloud rumrennen. Oder als Cloud. Wir sind jetzt ganz nah dran. Das ist unsere Cloud-Lösung. Ich kann das Marco förmlich riechen. Ach, guck mal, sind schon die. Warte. Nope. Das war ich, Entschuldigung. Mogri-Medaille. Whatever this means. So, gib dem Newbie noch ein paar Minuten Zeit. Gegner-Sandbank. Ja, kann ich mich da später einlesen? Wahrscheinlich. Achso, Schlüsselgegenstände. Mokri-Medaillen sind also Schlüsselgegenstände. Oh, die sehen witzig aus. Eine Medaille, in die das Abbild eines Mogris eingewählt wurde. Okay, warum frage ich eigentlich? So, ein begehrtes Sammlerstück. Es könnte sich lohnen, mehr davon zu sammeln. Ja, das ist ja. Völlig normal. Heil 20 MP, genau, Phoenixfeder behebt Kampf und Fähigkeit eines Gruppenmitglieds und halt eine geringe Menge TP. Yo, das kenne ich aus, Gott, welcher Teil war das nochmal? Final Fantasy 15? War das 15? War das 14? Gott, wenn ich doch Ahnung hätte! Eine Granate verursacht 200 Punkte physischen Schaden bei Gegnern im Wirkungsbereich, das ist auch nice. Ist das auch mal gut, dass so ein nicht Anti-Final Fantasy-Spieler, das würde ich tatsächlich gar nicht sagen, sondern na, einfach vor jemand, der Final Fantasy gar nicht so viel am Hut hat. Gedacht hier. Okay. War da auch der Gatling-Arm mit involviert oder. Nee, ne, aber das, ja, sonst habe ich tatsächlich gar nicht so viel mit Final Fantasy am Hut. Warum kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen? Vielleicht, weil ich einfach auch. Ab hier ist es nicht mehr weit. Ich halte hier die Stellung. Ist das eine Ausrede? Wir sehen uns später.
PlayStation kaum hatte oder so, weil viele von den Teilen kamen für PlayStation raus. Ich mach erstmal den Kartons kaputt. Ciao. Das stimmt aber auch eher so zur Hälfte, weil dann hätte ich ja trotzdem die, ja, ich wollte... okay. Was ist? Kannst dich wohl nicht von mir trennen. So die Online-Ableger, die mochte ich tatsächlich gar nicht so wirklich. Lass Barrett nicht. Ist ja auch eine Meinung. Was ist? Kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Ja, lass uns was in die Luft springen. Lass das Vergnügen. Hat er nicht gesagt. Kannst du mal vorgehen? So, ups. Oder kann ich hier... Nee, ne? Ich kann... Doch, ich kann zwar durchschalten, aber ich kann nicht den Charakter wechseln. Okay. Wie der die Frisur morgens hinbekommt, das würde mich auch mal interessieren. Kurz die Steckdose fassen. Dann Spray drüber und dann ist gut. Please, mach das nicht nach. Ja, so ungefähr so eine Tonne Haarspray oder so. Jeden Tag so zwei Sprühflaschen. Eine Sache von Sekunden. Hält. Los! Ach Gott, okay. So, erstmal wieder kämpfen lernen. Es ist auf. Und ja, ich werde einige Zeit brauchen, um das wirklich hinzukriegen. So, das ist genug. Hä? Achso, Digga. Ja. Die haben da hinten Spaß ohne mich. Ciao. Da springt er dann selbst hoch. Feuer! Ach komm. Jetzt ist mal ein paar Fähigkeiten ein. Das wird am Anfang eh nicht das Problem sein. Alpha Laser. Ja! Okay, das da ist mit Sicherheit Shinra. Caution. Ja, Caution vor. Keine Ahnung, dem Mahlstrom. In der Zeit. Bin ich ja schwindelfrei. Nützt dir auch nichts, wenn du da runter willst. Genug. Das ist auch geil, wie die sich einfach gar nichts schenken. Das sollte reichen. Wie heißt das? Moondrive? Okay. Monodrive. Moondrive. Ist das ein Moon? Okay. Äther. Heiltrank. Ja. Okay. Habe ich irgendwo eine Treppe übersehen? Ja. Eine Treppe. Leiter. Ja. Wow. Boah, sowas ist gruselig, wenn so riesige Anlagen unter Wasser. Ich kann's kaum erwarten. Ich weiß nicht, irgendwie ist das was Gruseliges. Ich stelle mich einfach nur an. Oder beides. Komm, stell dir mal vor, wenn es da so unendlich, unendlich tief runtergeht. Das, da kann ich Angenehmeres. Was haben wir denn hier? Achso, das ist das Makro, ne? Das Makro, will ich mal sagen. Gegenwärtige Makro. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Kann der Kerl eigentlich schleichen? Den Sprechsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Ja, red dir das ein. Was ist? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Drei Sekunden.
Okay, ich stelle den Timer 21 Minuten, 30 Minuten. Ist das eine Fangfrage? Hat das irgendeinen spielrelevanten Unterschied? Ich, 30 Minuten, da haben die ja genug Zeit. Ja, ne, also... Ganz boah. Schön ambitioniert. Wenn ich das jetzt 20 Minuten einstelle, fliegen wir alle in die Luft. Ja, easy, komm. Nein, nein, schaffen wir doch. Alle gelockt. Ach, 20 Minuten. Pass auf. Ach, Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Nice. Mr. Krabs, sind Sie es? Das überlegen wir uns gerade. Ja, wer hat denn? Ja, okay, wer hat denn? Das war die, warte mal eben. Dann wechsle ich mal. Los geht's. Ich könnte? Ich bin wieder dumm. Was, ich bin dumm? Okay, so, das sollte ich nicht im Video sagen. So auf. Ah, okay, auf Kreis wollte ich schon sagen. Schießt jetzt auf mich, oder? Ja. Ich hab dem Braten nicht getraut. Überlass das Denken mal. Ich darf mich gerade nochmal für mein Gameplay entschuldigen. Das dauert noch ein kleines bisschen. Ja, und gut, dass er 20 Minuten eingestellt hat. Ja, hast du nicht. Ja. Ich brauch eine Heilung. Ah, okay, das macht schon deutlich mehr Schaden. Sehr schön. Boah, das ist so stressig, wenn man die ganze Steuerung noch nicht kennt. Ich brauch was? Ja, da muss erstmal ein bisschen Feuer. Wie kriegst du denn? Kurzbefehl blocken, Charakter wechseln. Achso, ja, genau. Aha, schockanfällig. Okay. So, hast du. Ja, ja, ist okay. Ja, oh. Warte mal. So, jetzt. Er kommt jetzt. Ja, nice. Und er braucht ein. Was ist denn Vita? Halt eine kleine Menge TP. Blitz. Gegenstände, gut, du kriegst einen Heiltrank. Ein paar habe ich ja schon. Okay. Ja, aber der, ach, der da. Ja, ja, der hab ich. Ich brauch das. Ich denke nur logisch. So, Blitz. Wachskorpion. Nee, Wachskorpion. Wachskorpion. Wow, Schwäche. Ja, habe ich aber was gesehen. Ja, nice. Okay, wenn der ausweicht, gibt's auch irgendwo ein Erdbeben. Ah. Unblockbare Angriffe. Okay. Wenn der Gegner versucht, einen Angriff auszuführen, der nicht geblockt werden kann, erscheint neben dem Mann der Fertigkeit das Symbol Ausrufezeichen in Rot. Versuche, solche Angriffe auszuweichen oder dich aus ihrer Reichweite zu begeben. Achso, ja, blocken könnte ich tatsächlich mal, aber mach ich ja einfach nie. Zieh nicht zur. Oh, ich hab schon wieder. Alles ready. Ja! Was ist denn das schon wieder? Seit wann setzen die denn sowas ein? Wohl bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Das ist besser. Dann bitte nur zu. Das hat gerade eben. Nee. Damit werde ich nicht warm. So, erstmal Vita. Ah, das kann er tatsächlich auch auf Cloud setzen. Wie viel hat er denn? Ja, genau. Das ist der erste Kampf, das eskaliert einfach komplett. Achso, ich kann den Kampf leider nicht werden, stimmt. Ja, ist ja okay. Au. Oh. Nein. Ja, okay, überredet. Oh, oh. So, X. Ach, der hat ja Schild. Macht er denn den. Ach so, das. Ah, das schon kommt. Nice. Ach, come on. Ist ja in Ordnung. Warte, Fertigkeiten, Motorgriff, Impuls. Ja, komm, jetzt mal. Ich kann ihn angreifen und den Barrierekern. Ich treffe die. Ja.
Okay, den visiert er dann automatisch an. Das ist nice. Fertigkeit Magie, Blitz. Blitz auf Barrierekern. Immobilisierung. Alle Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Ah ja. Wenn du immobilisiert wurdest, sollst du zu einem anderen Gegner rumwechseln, wenn du dann angreifen möchtest. Das macht Sinn. Ach, ich muss dem... Alter, was? Tja, selbst schuld. Dem hätte ich helfen können. Wenn ich es wieder... Jetzt muss ich schon einen von denen einsetzen. Heilung. Voller TP-Treffpunkte kannst du mit Gegenständen wie Heiltränken oder Magie wie Vita regenerieren. Okay, so, sinken die TP alle auf 0, heißt das Game Over. Hey, wenn ich mir das nur einmal irgendwie hin. Was? Hör auf zu jammern und kämpfe. Was meinst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Was, wenn die dann so... Ach. Gar nichts. Ich weiß auch nicht, was ich die ganze Zeit hier mache, ne? Außer Bullshit. Oh, das ist... Das ist schon fordernd. Und ich bin einfach noch zu dumm. Ich komm nicht dran. Please, 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 please. Achso, ja. Nee. Was mach ich falsch? Okay. Ich liebe es, wie die das einfach kommentieren die ganze Zeit. Ja! Braucht schon im ersten Kampf seine ganzen Heiltränke vor. Wir sind noch Profis am Werk. Das ist schon so unprofessionell, dass ich schon für mehrere Unprofis spiele. Ja. Ich kann das so feiern, ja, weil... Aha! Oh, keine TP mehr, das ist uncool. Was ist denn für Fertigkeiten? Stelle der Wille, reduziert vorübergehend den Schaden und verhindert dann Einstiftung. Fast jedes Mal. Nee, du kriegst noch schlecht Schuss. Du bist am Zug! Yo! Ja, warte mal, Anime. Warten Sie doch! Der Garrett, Entschuldigung. Oh ja. Okay. Garrett war tatsächlich hier die bessere Wahl. So, Kulisch. Okay, komische Kameraeinstellung. Oh, das ist erstmal schön Blitsch. Das Leben. Oh, der hat Bock. Der hat richtig, richtig Bock. Ja. Oh shit. Ja, ich hab nicht aufgepasst, sorry. Ach Gott. Limit Rausch. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädt sich dein Limitblock auf. Bei einer vollen Limitblase wechselst du in einen Limit Rausch und kannst du das Menü ganz Limit ausführen. Limit darf keine HP. Okay, cool. Limit. Das habe ich. Ey! Ich hab genug. Mach doch Limit. Ich muss mir die Handlungsmuster. Ach. Jo, wo kann ich denn? Hier, alles klar.
Jetzt wird abgerechnet. Ja, das ist richtig. Na, jetzt aber. Ich zähl auf dich. Jetzt hab ich dir das an. Nice. Hier kommt der Erkenner des Planeten. Also, ja, warum nicht? Alles klar, das war aber keine Granate. Okay, ne, keine. Komm, dann wird es nochmal Zeit für den Äther. Für den Veräther. Hey, Moment. Ah, Offensivmodus wäre gut. Okay, selbst wenn er das macht, Feuer, komm, gib ihm. Ja. Er repariert sich. Schnell, wir müssen ihn vorher ausschalten. Keine Sorge, er weiß, was er tut. Wir müssen seine Verteidigung durchbrechen. Nur darauf kommt es an. Links Bein. Das berühmte linke Achillesbein. Das funktioniert. Ich brauche eine Heilung. Es ist vorbei! Jetzt oder nie? Ja, das auch. Warte. Erstmal das Bein hier. Jetzt ist er für kurze Zeit wehrlos. Das war's dann. Ja, sag dir so. Na komm, na komm. Easy. Der gute Wachskorpion. Mist, ich komm nicht dran. Detonation in 20 Minuten. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Ja. Los, raus hier. Für was denn? Fürs komplette Ausrasten? Das sind genau 20 Minuten. Ja gut, was habe ich erwartet? Was habe ich erwartet? Gibt's da noch irgendwas als... Aber was ist, wenn ich jetzt Blut übersehe? Ja, einfach so ganz gemächlich. Ja, mach ich ein bisschen schneller. Please. Okay, Kisten sind wieder da. Das gute Makromet. Wird schon irgendwie klar. Das ist Fahrzeug bei. Das ist noch. Das Fahrzeug von. Mass Effect nicht so. Weiter geht's. Der Marco. Au! Ja. 21 ist bereits rum. Nice. Was soll denn? Richtung. Okay, natürlich muss ich rechts haben. Hey! Hä? Bist du okay? Hey? Wo lasst ihr mich denn auf? Mein Bein steckt fest. Ach so, ja gut. Hast was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Hier geht's zum Ausgang. Sollte?
zu Barrett aufschließen. Okay, hätte ich jetzt auch. Achso, ah. Ja, Moment, ich muss looten. Loot überleben. Woran Moment. Wolltest du den Cloud? Mach hin! Ja, ich komm gleich. Ich muss looten. Beeil dich! Schneller! Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ah, ein vollständig funktionierender Reaktor, wie immer. Wenn ich nicht rede, werd ich so nervös! Ja! Mach doch, was du willst. Das kenn ich! Schon mal vor, Jesse! Die Tür ist jetzt wichtiger! Aber... Mach dir um mich keine Sorgen! Hab ja Soldat gelangt, Schutz! Ex-Soldat. Da sind sie! Ihr Köln! Aus dem Weg! Barrett, ganz wichtig. Ich war im Lebenslauf genauso angegeben. Genug! Sollten uns etwas beeilen. Lass mal bitte den Dreh raus. Gib mir noch mal so 8 Folgen oder so. Ja, ich weiß. Ach komm, 3 Minuten vorbei, Kollege. Das sieht ganz ein bisschen anders aus als vorher. Ja, allerdings nicht. Mein Einsatz. Ich sollte mehr blocken. Haben sie gesagt? Und Fähigkeiten einsetzen. Auslöscher. Verzieh dich! Darüber einen netten Namen. Das war's dann! Oh ja. Der Mut. Als hätte ich die Kisten übersehen. Ja, viel Spaß. Haltrang plus 1. Oh, was noch mehr? Die Okri-Medaille. Da gibt's nix. In das Schützer wieder aufgestellt. Ach, du Buschleim geht doch smoother, als ich dachte. Genug. Ich hätte gedacht, du kannst es nur so zwischen den Angriffen machen, aber sonst nimmt er das manchmal nicht. Nee, das geht direkt. Ja. Ja, in 15 Minuten kann ich das gerne in Angriff nehmen. Schauen, wenn man nicht in die Luft fliegen sollte. Oh. So, jetzt geradeaus. Ich will gesehen, wie der aussieht aus lauter Effektgewitter. So ein Käfertyp. Kombatant. Naja, ich sehe da keinen. Ich sehe nur Training. Nichts überstürzt. Ah ja. Ach, da oben sind noch mehr. Oh, okay. Ja, kann man dann. Ah, bis. Wo ist denn Kombatant? Ah. Achso, das kann ich so durchschalten, das andere nicht. Dann nehme ich mal Robby. Robby. Es ist aus. Ach Gott. Das wäre auch mal schön. So unendlich langsam ist das gar nicht, die, der,
der Focus dann, also die Zeitlupe. Au, kann er blocken? Ja, jedenfalls einen Versuch unternehmen. Stellender Wille. Warnschuss! Hä, das war doch noch 15 Minuten. Schöne die, ne? Jetzt mach schon, schöne die Versicherung mach schon. Verarschen. Verarschen ohne R. Ja, der pennt. Ist ja 30 Minuten komplett übertrieben. Es ist völlig normal, dass das Gebäude so wackelt. Alles gut. Das sind nur die Standturbulenzen. Wie geht's denn? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Alles klar. Das fasse ich mal als Ja auf. Ja, ist ja gut. Skip Leg Day. Konzern errichtete Markostadt, deren Beiname auf alle die da. Acht... ja, dann lese ich das auch nicht vor. Okay. In einem Stück. Okay. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Muss ich jetzt dumm stehen? Ich hab die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Marco-Gase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Dass was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Schrei doch nicht so. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Woher haben die Rüstungsteile? Das interessiert mich wirklich. Ja, graue Böden, graue Wände. Was du meinst hier? Waren aber nicht sehr kreativ. Ist hier noch Loot? Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt. Siehst du das Licht? Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Ein Kommentar.
Kein Kommentar. Alles, was du jetzt sagst, kann und wird gegen sie ganz schönes Feuerwerk verwendet werden. Raus hier, solange wir können. Marco-Verdächtigung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Ja, verwechselst die Lunchbox mit der Bombe? Nimmst du einfach die Lunchbox mit. Von hier halt, können wir mal zwei. Ja, die brauche ich auch, wenn ich so weiter spiele, definitiv. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir, Dusche. Die Kamera könnte ein kleines Stückchen weiter weg sein. Also nicht, dass sie jetzt so direkt auf... direkt hier ins Gehirn reinzoomt. Okay. Ist das normal, dass das Schwert da so grün leuchtet? Das ist der An- und Ausschalter. Ja, guck mal, hier ist so eine Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Erstmal frisch machen. Das ging fix. Sie einfach so gar nicht im Schutz steht. Er hätte auch eine Rüstung an. So bauen wir mit ein bisschen Backpulver und Joghurt eine handelsübliche Stimmrad-Katastrophenschutzes. Vielleicht nochmal. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makroreaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Nicht verzagen. Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Ja, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Nee, die Sache mit den Opfern finde ich nicht gut, bin ich ehrlich. Das ist die falsche Einstellung, gerade wenn dann... Ah, jetzt will ich ja nicht zur großen Moralkeule ausholen, aber andere dafür sterben sollen, was du für richtig hältst, dann. Wir nehmen die letzte Bahn aus Sektor 8. Auftrag, wir treffen uns im Zug. Die Grafik ist aber echt schon nice. Ja, so mit dem Lichtspiel hier, joa. Bis später. Na gut, mal davon abgesehen, dass die ja gar nicht so einen Schaden anrichten wollten. Ja, aber dass er das jetzt so direkt mit akzeptiert ist, naja.
Stadtdesign auch echt cool. Ja, also, nun. Klapp, klapp. Vielleicht ein bisschen so, weniger Flammen. Hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Nötig. Kugel. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Was war das denn für eine Reaktion? Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Boah. Heilen, ah ja. Ach Mensch, das ist ein richtiger... Das ist echt so eine richtige Wolke von den Emotionen. Neue Funktionen, Ausrüstung und Materia. Du kannst jetzt Materia in Waffen und Rüstung einsetzen. Ach so, das war das, was da leuchtet, ne? Probiere es aus, indem du die Materia heilen in das Panzerschwert einsetzt. Ja, zeig mir das besser mal. Zeig dem Depp mal, wie das geht. Materia werden über das Menü Ausrüstung und Materia eingesetzt. Drücke A. Wo ist denn A? Aha! Setze deine neue Materia in das Panzerschwert ein. Drücke Y, um mit dem Einsetzen der Materia zu beginnen. Okay. Psylone. Oben sind Materia für Waffen und unten für Rüstungen. Wähle einen deren Materia-Slot und drücke A. Heilen und Glut. Glut habe ich wohl schon dabei. Okay, die können mehrere Stufen haben. Habe ich alles wieder komplett vergessen. Vita anwendbar. Ermöglicht den Einsatz von Heilmagie. Ach so, so. Es erscheint eine Materialiste, aus der du eine Materia zum Einsetzen wählen kannst. Wähle die Materia heilen und bestätige mit A. Oh. Die Materia wurde erfolgreich eingesetzt. Yay! Durch das Einsetzen von Materia kannst du neue Magie und Fertigkeiten aktivieren oder deine Charakterparameter verbessern. Probiere verschiedene Materia-Kombinationen für deine Waffen und Rüstung aus, um deine Möglichkeiten optimal zu nutzen. Das Tutorial ist hiermit beendet. Ja, steht im Endeffekt in Klammern dahinter. Der Versprecher des Jahrhunderts. Ja, du weißt schon, ne? Steht. So, Loot und, lädt das jetzt gerade, oder? Das passiert gerade einfach gar nichts. Okay, jetzt wieder, danke. Feuer anwendbar. Gott, jetzt lädt das schon wieder. Was ist da los? Please. Glut, Stufe 1 von 3. Ermöglicht den Einsatz von Feuermagie. Genau, das habe ich auch verstanden. Okay, Glut. Feuer anwendbar. Feurer. Hä, ich habe mich nicht verlesen. Feurer. Anwendbar. Ist das normal? Feurer? Ist das die Mehrzahl von Feuer? Feuger. Ist der, ne? Feurer ist der Superlativ. Feuger ist der Ultralativ. Quasi Pleash, der Ultralativ von Please ist. Element. Material entfernen. Ne, Materia, Entschuldigung. Okay. Heilen. Ermöglicht den Einsatz von Heilmagie. Ja, hätte ich daraus auch abgeleitet. Gott, ist mal durchdeklinieren. Vita, Vitra, Regena und Vitaga. Ja, Gesundheit. Dass du so eine Pokémon-Entwicklungsreihe durchgehst. Setz sie ein, wenn es plötzlich wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand. Viel Spaß damit, mein Held. Okay. Habe ich scheinbar schon irgendwo. Kann ich hier noch irgendwas tun oder nicht? Nee. Ich glaube erstmal nicht. Der Flamme im Hintergrund, das klingt unfassbar ironisch. Ist sogar so ein bisschen sarkastisch. Was machen wir, wenn der Boden einbricht? Auch überhaupt nicht verdächtig und so. Hast du dich verlaufen oder so? Ist ja irgendwelche Schindlerkisten? Nö. Okay, da hat irgendwas nachgeladen. Hä, wo kommt die denn her? Hab ich gar nicht gesehen. Dann passiert wahrscheinlich das hier.